Hi meine Lieben und herzlich willkommen bei Die Sims 4. Ich möchte, wie schon angekündigt, ein neues Gameplay starten. Das Royal Gameplay läuft natürlich weiterhin. Aber das hier möchte ich gerne zusätzlich machen. Ich bin jemand, der immer schnell gelangweilt ist von Gameplays. Und deshalb hätte ich gern so ein bisschen Abwechslung drin. Und ja, ich werde euch gleich dazu erzählen, was ich haben möchte. Dabei fange ich schon mal an, hier unsere Simmen zu gestalten. Ich stelle mir vor, also ich möchte gerne bei Null starten, mit Null Kohle. Vielleicht gönnen wir ihr ein Zelt oder einen Schlafsack oder sowas. Aber grundsätzlich möchte ich mal mit nichts starten und ihr alle selbst erarbeiten lassen. Und ich möchte, dass wir uns so als Ziel oder als Traum von ihr eine Ranch selbst erarbeiten. Das heißt wirklich ohne Normaljob sozusagen, ohne Karriere, möchte ich gerne, dass wir ja mit ihr das alles selber erarbeiten. Durch Gärtnern, durch, weiß es noch nicht, sammeln vielleicht. Also wirklich so ganz, ja, ne? So. Junge Erwachsene auf jeden Fall. Die Gangart würde ich tatsächlich lassen. Gucken mal. Ja, die finde ich sehr angenehm, die Stimme. Und dann suchen wir uns mal ein Bestreben. Gibt's denn eigentlich Neues? Nee. Reitprofi gibt's und hier Expertin der Nektarherstellung. Nektarherstellung können wir dann auch gerne nutzen. Ich denke aber fast, dass es ein bisschen dauert, bis wir uns dieses Gerät zur Nektarherstellung leisten können. Dann würde ich tatsächlich sagen, Tierfreundin. Lieblingsdinge, Aktivitäten würde ich gerne. Den Rest würde ich ihr im Spiel überlassen. Okay, was ich auf jeden Fall gerne, Gartenarbeit. Auf jeden Fall. Den Rest würde ich mal so lassen. Gibt es hier neue Merkmale? Rancherin. Diese Sims meistern das Ranch-Leben und sind stolz auf ihre Arbeit. Sie mögen es, die Arbeiten auf der Ranch zu erledigen und sich um ihre Tiere zu kümmern. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und Tierfreundin. Auch auf jeden Fall. Und dann, was nehmen wir denn noch? Was ist denn, ehrgeizig wäre ja auch gut. Wir können aber auch gerne irgendein Negatives nehmen. Ich nehme immer sehr, sehr selten Negative. Merkmale. Was eigentlich schade ist, weil das macht ja einen Menschen auch erst aus. Verurteilen wäre auch cool. Finde ich ja auch witzig. Habe ich auch noch nie genommen.
Ja, komm, unberechenbar hört sich doch gut an. Dann, mal bitte das Outfit weg, weil das sieht ja auch fürchterlich aus. Der Körper ist eigentlich ganz cool so. Ist auch lustig, das ist so... Und die sieht da aber auch gar nicht so dick aus, ne? Also ich finde das gar nicht so schlimm, das sieht eher normal aus. Oder habe ich da ein bisschen, ne? Einfach so einen stinknormalen Körper, würde ich sagen. Sehr witzig. Ich finde das schon sehr dünn. Ja, echt mager. Na gut. Na gut, wir machen es mal so. So, dann hier erstmal alles weg. Die Haare. Ich möchte lange Haare. Oder eine Steckfrisur, so, das ist mir egal. Gibt's da was Neues? Gibt's da was? Ich habe da noch gar nicht durchgeguckt. Gibt's da was Neues? Ja, gibt's. Oh. Sorry. Ganz süß, aber jetzt auch nicht so. Hm. Interessant. Finde ich tatsächlich an sich ganz cool, aber das da oben gefällt mir. Irgendwie ist halt... Ja, auch nicht schlecht. Aber jetzt alles nichts, was ich so toll finde. Also, ich liebe lange Haare. Ich bin Fan von langen Haaren. Deswegen bekommen alle meine Sim lange Haare. Die meisten jedenfalls. Das Problem ist halt echt, dass ich die... Hier so die Haare hinten wären total schön, aber der Schnitt vorne... Sollen wir die nehmen? Na, wieso nicht? Das Gesicht hätte ich gerne. Hautfarbe. Ich mag immer so warme Hautfarben ganz gern. Finde ich ganz schön. Steht ihr irgendwie. Und dann hätte ich gerne Gesichter. Gibt keine Gesichter bei mir. Wieso nicht? Ich würde ja vermuten, dass das an der Mod liegt. Wieso häufig? Ja, auf jeden Fall andere Augen, weil ich die schön finde. Wieso sieht sie so komisch aus? Finde ich gar nicht so schlecht. Mich mal an mit deinen schönen Augen. Finde ich schön. Die finde ich echt schön. Ich bin ja da immer nicht so... Finde ich auch ganz gut. Ein bisschen näher zusammen hier, aber ansonsten. Und das Näschen. Wobei ich die gar nicht schlecht finde, die neue. Können wir die einfach lassen? Oder? Die sieht doch ganz niedlich aus. Ich bin, wie gesagt, sehr schlecht in sowas, aber... Die sehen ja fancy aus. Oder wir... Nee, wir lassen sie ungeschminkt. Komm. Nature first. Viel schöner. Ja, auch hier. Das sind alles neue Sachen. Das glaube ich auch nicht. Das ist aber cool. Das gefällt mir. Ich finde den Anzug tatsächlich gar nicht so doof. Ihr sowas anzuziehen und Socken und Schuhe. Socken. Und Schuhe
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt Reitstiefel sein müssen. Weil Stiefel schon auch cool wären, ne? So Cowboy-Stiefel. Die sind schon sehr fancy auch. Passen aber nicht so wirklich zu dem Outfit. Ja, wobei ich die in der richtigen Farbe vielleicht gar nicht so doof finde. Oder die hier. In Grau dann. Oder? Die sind doch ganz gut so. Und tatsächlich würde ich es dann so lassen und ihr auch gar keine weiteren Outfits. Oder vielleicht noch ein Outfit geben. Das sind halt alles Kleider, ich weiß jetzt nicht. Möchte jetzt das neue Pack schon gleich mal ausprobieren. Auch sehr cool. Sehr, sehr cool, die Hose, die gefällt mir sehr gut. Aber was gibt's hier noch Neues? Ja, cool. Gefällt mir schon gut. Das ist auch sehr cool. Einfach so, das ist auch sehr süß. Ja, das hier. Das ist richtig cool. Und hier nehmen wir einfach. Die sind ja geil. Das ist ja mal eine coole Musterung. Die nehmen wir. Die sieht richtig. Vielleicht auch andere Frisur. Lange Haare sind ja jetzt nicht so praktisch, wenn man nicht so viel duschen und so kann. Dann braucht sie erstmal nicht zum Ausgehen irgendwas. Die finde ich auch überhaupt nicht schön. Eher sowas. Das finde ich mega schön. Das sind die Hochzeitsdinger, ne? Aber das sieht schon richtig, richtig cool aus. Sehr, sehr schön. Steht ihr hervorragend. Aber zum normalen Ausgehen ist das ein bisschen overdressed. Eher dann so. Oder so, das ist auch sehr schön. Gefällt sowas sehr gut. Andere Farbe vielleicht noch. Oh, das ist schön. Das ist richtig schön. Hochhackige Schuhe. Gebt mir blaue Schuhe. Die sind nicht so schön. Die vielleicht. Die mag ich eigentlich schon sehr gerne. Oder die halt dann in Weiß. Ist fast ein bisschen besser. Oder so. Oder? Bisschen Accessoires. Wollte das eigentlich gar nicht, aber gar nicht so viel machen. Ja, das ist schön. Und hier würde ich auch noch eine Kette auf jeden Fall nehmen. Das macht was her, denke ich. Aber die muss auch passen. Die hier. Oh, schön. Steht ihr sehr gut. Hier auf jeden Fall eine andere Frisur. Hier brauchen wir eine Hochsteck oder die hier. Ja, das ist cool. Das ist richtig cool. Und dann ein Sportoutfit. Gibt's hier so ein komplettes? Cool. Cheerleading-Outfit. Das finde ich auch irgendwie cool. Aber jetzt mal ganz im Ernst, das ist ja nicht praktisch, ne? Also überhaupt nicht praktisch. In Braun. Sportschuhe, da würde ich dann eher so normale solche vorschlagen. Schlafen, 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 schlafen. Was macht denn für draußen Sinn? Ein Schlafanzug würde ich sagen. Also das hier. Cool. Den finde ich aber schöner.
Ah, so ein Herbstding. Und auf jeden Fall Socken beim Zelten. Sich jetzt immer die Fußnägel nehmen. Hätte die gern. Die hier wären cool. Passen halt null dazu. Aber ich finde sie cool. So. Nehmen braun, oder? Rot, aber das passt ja gar nicht. Beißt sich ja total. Ja, dann in schwarz, oder? Dann nehmen wir die einfach in schwarz. Und Schuhe würde ich dann nur so Schlappen bevorzugen. Oder sowas geht auch. Einfach auch in schwarz. Ja, mega hässlich. Sind echt furchtbar hässlich, die Schuhe. Ja, das noch nicht farblich. Die sind halt nicht für draußen geeignet. Dann die. Komm, oder die. Einfach so normale Schlappen. Das sieht doch. Sieht sehr deutsch aus. Sehr deutsch. Finde ich aber cool. Kann mich nicht entscheiden. Ich nehme schwarz. So. Ah, Party-Outfit. Ausgehkleidung. Jo. Keine Ahnung. Hier gibt es doch vorgefertigte Looks. Suchen wir uns doch hier. Oh, cool. Ist das süß? Ja, nee, nicht süß. Kann man machen. Kann man machen. Gar nicht so doof tatsächlich. Sowas. Steht dir schon gut, ne? Oder so. Das ist auch mega schön. Oh, das ist wirklich schön. Aber ich glaube echt so in Lila. Braun finde ich. Oh, aber braun ist auch schön. Ja, doch, das steht ja sehr gut. So, doch, das machen wir mal. Hier möchte ich aber gern wieder selber entscheiden. Weil ich will den. Der ist nämlich mega cool. Oh, der ist auch richtig schön. Oder der. Finde ich auch mega gut. Der auch. Und alles so schön. Ich glaube, den hier. Der ist cool. Da brauchen wir auch nicht mehr. Oder, was natürlich auch cool wäre, bei der Badekleidung. So hochgesteckte Haare. Nur so ein Dutt wäre da cool. Da wäre diese Frisur von Pferderanch ganz gut. Wenn ich die irgendwann wieder finde. Ja, oder ich gebe es einfach ein. Ich gebe es einfach ein, dann schneller hier. Ist vielleicht manchmal nervig. Das ist doch cool, oder? Das ist zum Baden doch super. Vielleicht auch für die heißen Tage. Oder? Ja, auch süß. Ja, weg hier. Aber in einer anderen Farbe. Entweder so. Ich glaube fast so. Ja, jetzt ist es überall hinterlegt. Das ist so. Ja, die passt auf jeden Fall nicht. So oder so, aber das ist ich auch so ein bisschen mit dem Grün da oben. Am ehesten noch die Farbe hier. Und die Schuhe finde ich auch ganz cool, aber in der Farbe. Dann passen die auch dazu. Cool, oder? Das ist doch ein super Outfit für die heißen Tage. Das geht auch super zum Gärtnern. Vielleicht die Schuhe nicht unbedingt. Sollten wir die anpassen? Ich weiß es nicht. Nee, das geht schon. Ich
Kann sie schon. Das kann sie. Ich glaube da fest dran. Cool. Cool. Aber auf jeden Fall irgendwas Warmes anzuziehen. Ich finde auch das ganz cool. Aber das finde ich fast nicht warm genug. Oder halt dann echt so ein Schneeanzug. Warm sind wir krass, ne? Das ist auch cool. Oder das. Der ist doch süß. Und die Schuhe eventuell noch in einer anderen Farbe. Dann eher in Schwarz oder so dunkelgrau oder so. Oder aber das ist doch auch ganz cool. Und eventuell eine Mütze. Eine Wintermütze, Bombenmütze. Oder die hier. Ah, die sehen halt nicht gut aus. Und die passen halt eigentlich nicht dazu. Oder so ein. Hauptsache so ein Bommel in einer anderen Farbe. Nee, die passt nicht. Eventuell einfach so, aber finde ich auch nicht schön. Das sieht doof aus. Also, dann ohne Hut. Okay, super. Einen Namen. Wir gucken mal. Ich hatte mal eine Mod, die hier ganz viele Namen anzeigt. Ich suche mal kurz einen raus. Wartet. Ich habe einen Namen. Raya Moore. So wird sie heißen. Das ist doch ein super Name. Ja, dann habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Wir fangen jetzt erstmal an ohne Tierchen. Und werden uns dann, ich weiß es noch nicht, ob wir uns einen Hund adoptieren oder eine Katze adoptieren oder mehrere adoptieren. Aber erstmal geht es ja sowieso ums Geld verdienen. Womit fangen wir denn an? Also ich würde jetzt tatsächlich sagen, wir fangen mit Frühling an. Dann haben wir ein bisschen Zeit über Sommer und Herbst noch bis in den Winter hinein, uns Geld zu erarbeiten und uns ein Häuschen zu bauen. Und ich habe letztens in einem Video eben gesehen, dass es ein kostenloses Grundstück gibt. Das suche ich mir jetzt mal kurz. Das war in einfach viel zu viele Welten hier. Und jetzt lasst mich mal überlegen, war es das Grundstück oder das? Irgendeins gibt's umsonst. Ich guck mal kurz, Leute. Ich habe das Grundstück gefunden und zwar ist es hier der Ward Park. Den habe ich planiert und zu einem Wohngrundstück gemacht und der kostet uns jetzt wirklich gar nichts. So, da lassen wir sie jetzt mal hinziehen. Ist zwar mitten in der Stadt, das ist vielleicht ein bisschen doof, aber es ist realistisch. Juhu! So, und jetzt müssen wir zunächst. Listing Cheats. Ui. Ja. True. Und dann Money Zero. Hallo. So, sie hat kein Geld mehr. Was ich jetzt noch ändern möchte, ist. Boah, ging das nicht irgendwie? Okay, nein, ich habe mich getäuscht, kann man nicht ändern. Also man kann es ändern, aber mit einer Mod und die will ich jetzt eigentlich nicht nur für den Stammbaum installieren. Aber dann tun wir einfach mal so, als hätte sie keinen Kontakt zu ihrer Familie. Also die existiert für sie quasi nicht mehr. Und sie ist jetzt hier in Del Sol Valley. Und ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Stehlen. Wieso kann sie nicht wühlen? Kein frischer Müll. Ärgerlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir machen sollen, weil wir können hier auch nirgends wühlen oder so. Sieht schon sehr. Erinnert mich schon sehr an Los Angeles, oder? Mir noch nie so aufgefallen. Ich glaube, ich habe mir das noch nie so genau angeguckt, aber ich finde schon irgendwie. Also ich war noch nie da, aber das, was man halt so kennt.
Aber gut, dann würde ich sagen, reisen wir mal nach Willow Creek. Und in Willow Creek werden wir den Park besuchen. Denn da gibt es überall Dinge zum Sammeln oder vielleicht können wir auch fischen und die Sachen dann verkaufen, so dass sie dann damit schon ihr erstes Geld verdienen kann. Harte Arbeit, das wird sehr spannend. So. Das müsste ja hier irgendwo. Bin ich? Kann mich doch nicht so getäuscht haben. Sind da nicht überall so kleine? Ja, okay, also fischen kann sie zumindest. Aber ich dachte eigentlich, dass auch hier überall so kleine Büsche sind, wo man irgendwie was suchen kann oder so. Felsen, wo man was suchen kann. Aber offenbar habe ich mich getäuscht und das ist nur bei den Grundstücken so. Seit wann steht denn das da? Cool. Jo. Na dann. Ah, Frösche suchen, siehst du? Und angeln gehen. Ist jetzt nicht die schönste Beschäftigung, aber solange, bis sie dann ein bisschen Geld hat, ist das völlig in Ordnung. Die Angelfähigkeit erworben. Ein Fisch, ja. Mit Angeln hat sie es wohl auch nicht so. Oh, da springt was, ne? Hier? Müssen wir mal festhalten, ihre ersten Tage in einer neuen Stadt, Nachbarschaft, weil sie ja nicht mal in der Nachbarschaft ist, in der sie eigentlich wohnt. Aber egal. Glaube, in Del Sol Valley könnte sie auch gar nicht fischen. Aber gut, sie hat ein Grundstück völlig umsonst bekommen, also kostenlos. Und wenn wir genügend Geld haben, können wir dann ein Grundstück kaufen. Na, hoffentlich fängt sie da jetzt was mit. Aber sonst gibt es hier auch gar nichts, was sie irgendwie, ne? Könnte, oder? Sieht das geändert? Oder täusche ich mich da echt so? Ich war der festen Überzeugung, dass das geht in Willow Creek. Vielleicht auch wirklich nur an so manchen Grundstücken am Fluss oder so. Da, wo dieser eine komische Baum ist, durch den man reisen kann. Oh, ein Fisch! Die hat einen gefangen! Cool! Gewöhnlich, ja, aber das ist okay. Aufhängen. Gleich mal verkaufen. Beschleunigen mal ein bisschen. Da gibt es einen Apfelbaum. Die entwurzeln wir jetzt dann. Die nehmen wir gleich mit. Die habe ich vorher gar nicht gesehen. Und dann können wir mal gucken, ob es hier vielleicht sogar noch mehr gibt. Was? Löwenmäulchen. Dann nehmen wir alles mit, was wir hier finden. Ja, die habe ich vorher aber nicht gesehen. Wieso sehe ich die jetzt erst? Graben. Das gucken wir uns an. Das meinte ich. Aber das war doch vorher da nicht, oder? Freundlich zu Tieren sein, das können wir uns auf jeden Fall abspeichern. Schach spielen. Weil unberechenbar, weil im Park. Bringe auf C4. Und so ein Fischchen wäre schon nochmal gut.
Da ist ja auch ganz viel drin, ne? Also, okay, das war nichts. Hakenschnur und Blinker. Mit der ausgeworfenen Angel am Seeufer zu stehen, fühlt sich für Freya einfach richtig an. Ist das ein Hinweis darauf, dass sie angeln mag? Nö. Sie macht es nur, weil sie muss. Finde der Angeln an sich nicht so. Also erstens nicht spannend. Oh, ein Bierbar. Und die Angler, die ich kenne, die haben oftmals nicht mal eine Angel dabei. Also dabei vielleicht schon noch, aber die wird nicht ausgenommen. Von daher kann sie die jetzt, wenn sie die... Aber die kann sie jetzt nicht in ihren... Nee, aber nicht wegschmeißen. Oh no. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte die haben. Jetzt ärgerlich. Tut mir leid. Aber dann kann sie sich das, was hier noch so rumsteht, wenigstens angucken. Ach, sie hat schon was gefunden, siehst du? Selten auch noch ungewöhnlich. Boah. Das ist eine Menge. Das ist richtig gut. War das der einzige? Ja. Aber das ist doch schon super. Haben wir schon ein bisschen Geld. Sieht's denn hier? Ja, sieht noch gut aus. Eine wilde Pflanze. Was gibt's denn hier sonst noch? Was wir gucken können. Auch noch eine Pflanze. Apfelbaum ansehen. Ah ja, hier gibt es nochmal so ein Steinchen. Den meinte ich eben vorher. Und dann kann sie hier nochmal angeln gehen. Hier angeln auch schon welche. Grillen. Ah, Wir müssen unser Grundstück nachher noch verändern. Weil ich möchte gerne, dass sie nur Dinge kochen kann, dessen Zutaten sie dann auch zu Hause hat. Ungewöhnlich und gewöhnlich. Aufnehmen. Oh, lasst die mir Gesellschaft. Cool, dann unterhalten wir uns doch mal eine Seniorin. Freundlich vorstellen. Bisschen plaudern und so. Ah, oh, da kann man noch Frösche suchen. Machen wir jetzt dann auch noch. Ach so, die können gar nicht quatschen, wenn die nebeneinander stehen. Das ist ja doof. Das gut sein. Sind doch multitaskingfähig, dachte ich. Naja, egal. Da steht sie und wartet auf den Fisch. Da schwimmen sie, die Fische. Ui! Habt ihr den gesehen? Oh, was ist das denn? Regenbogenfisch. Essen die so? Ich glaube schon. Sieht so aus. Ja, boah, wo ist denn der eine mit dem Skelett? Wenn der aussieht wie ein Skelett. Boah, den hätte ich jetzt gern gesehen. Neues Persönlichkeitsmerkmal. Freya liebt es, sich in der freien Natur aufzuhalten. Die frische Luft und die Aufregung haben ihre Abenteuerlust geweckt. Veränderung annehmen, Juckler. Persönlichkeit erforscht. Finde ich gut. Ist glücklich. Oh, ist das nicht toll? Da ist er. Boah, ist der cool. Den würde ich gern fangen. Den behalte ich, wenn ich den fange. Ist das ein Fisch? Ist das wirklich ein Fisch? Den wirklich? Ich kenne mich mit Fischen nämlich nicht aus. So.
Jetzt möchtest du bitte mal was fangen. Zumindest hat sie ein höheres Level. Aber cool wäre es halt, wenn sie noch was fangen würde. Cool, das freut mich sehr. Juhu! Sie hat einen Fisch gefangen. Ja, also essen kann sie ihn sowieso nicht, dann kann sie ihn auch verkaufen. Gut wäre es, wenn sie sich halt ein Zelt, mal gucken, was das kostet, ein Zelt und vielleicht auch was zu essen. Ja, 120, das ist eine Menge. Dann gibt es doch bestimmt auch irgendwo. Ab daneben. So eine. Also 500, was waren das? 460 oder so? 420. Dann sind das 570. Ungefähr. Also so 570 bräuchte sie ungefähr. Dass sie sich beides leisten kann. 565, wenn man es genau nimmt, aber. Ui, ein Goldfisch! Goldie! Wie cool! Ui. Ja, Seetang. Wieso schmeißt ihr den dann weg? Den hätte man bestimmt verkaufen können. So, wir machen das mal hier ein bisschen schneller. Angeln ist jetzt nicht so spannend. Ah, cool. Noch ein Goldfisch. Sie kommen dem Ganzen schon näher, ne? Ein Guppy gefangen. Wow. Kann man den nicht als Ding hernehmen? Nee, schade. Zum Andocken für größere Fische. Okay, ist die emotionale Achtsamkeit. Okay. Wie geht's ihr denn so? Ganz gut eigentlich, ne? Vielleicht sollte sie dann später hier noch was essen. So ein Apfelbaum wäre gut. Sie könnte sich ja Samen kaufen. Sie braucht gar kein, also sie braucht ein Zelt. Aber da gucke ich nachher. Schenke kaufen müsste gehen, oder? Meine. Geschenke kaufen. Ich glaube, das ist da genau Gartenarbeit. Wenn sie sich da zwei Apfelbäume, vier Apfelbäume. Gehen wir mal nach dem, was das hier den Kosten. Andersrum. Pilze. Kartoffel kann sie halt so eigentlich nicht, aber jetzt. Ja, das reicht erstmal. Dann kann sie ja mit der Gartenarbeit loslegen. So, jetzt guck mal hier noch nach dem. Es schneit. Es schneit. Ich glaube, ich spinne hier. Und dann kann sie da drüben nochmal angeln gehen. Vielleicht findet sie ja noch einen Frosch. Ja, tatsächlich, ein Erdfrosch. Würde mir ja gern irgendwo hinstellen. Den, das ist ja gar nichts. Das ist gar nichts. Das ist viel zu wenig. Wir gucken währenddessen mal. Sonst noch irgendwann erfrieren. Ja, okay, es ist Frühling, ne? Ich habe mir den Frühling ausgesucht. Da wäre Sommer vielleicht doch besser gewesen.
Aber es gibt hier auch nichts mehr. Da gibt es noch einen Stein, da können wir noch gucken nachher. Was ist das hier? Ein Erdbeerstrauch. Aber da wächst halt jetzt auch nichts. Ein wilder Apfelbaum. Ja. Ist schön und gut, aber. Da! Alles ernten. Cool ist das denn? Alles ernten. Ah ja, siehst du? Geht doch. Da hatten wir doch noch einen. Ist der vielleicht auch schon so gewachsen? Und wo war doch noch einer? Den habe ich entfernt. Upsi. Na gut. So, dann fang doch noch mal was. Die müssen wir aufheben. Im Auge behalten. Oh, sie freut sich, weil es schneit. Wie toll. Wäre eine Libelle gewesen. Wenn ich schneller geguckt hätte, hätten wir die auch fangen können. Kann man die fangen? Cool. Das ist so ein Diskusfisch. Cool. Ungewöhnlich. Und dann gibt es 17 Simoleons. 17. Noch was. Ja, siehst du? Ach super, dann brauchen wir jetzt gar nicht mehr so viel. Jetzt gucken wir mal. Vielleicht noch so einen Fisch. 18 Kilo der Fisch, das ist schon eine Menge. War schon ein großes Ding. Und dann können wir uns schon wieder auf den Weg nach Hause machen, weil es schon spät wird. Oh, cool, die Stadt ist grün. Der ökologische Fußabdruck ist grün. Wie schön. Ehrlich. Joa. Denkst du jetzt hier nochmal was, oder? Nicht. Ein Barsch. Was bringt uns der so? Nochmal 23. Da kommen wir dem Ganzen doch schon nahe. So, jetzt holen wir mal die anderen Sachen noch, die ich hier für sie noch in die Warteschleife gesteckt habe. Und dann gucken wir mal, ob uns das Geld reicht. Und dann können wir ja zu Hause anbauen. Wobei ich glaube, dass Apfel jetzt ja noch nicht wächst, sondern erst im Sommer. Eigentlich im Herbst. So. Apfelernte ist erst im Herbst, so September. Normalerweise. Normalerweise die Zeit für Äpfel. Ich weiß aber nicht, wie das bei den Sims ist. Das werden wir uns dann angucken. Leckt schon ein bisschen jetzt, ne? Und nervig. Also, wir haben hier einiges gefunden. Ja, oder vielleicht auch nicht. Egal, ein bisschen was. Ein bisschen was ist es. Ja, fast. So, jetzt die Ernte noch verkaufen und dann glaube ich, reicht's. Chillen. Okay. Ja, also das Zelt können wir uns leisten. Das ist schon mal gut. Dann geht's ab nach Hause. Die Frage, ob wir das. Ja, das pflanzen wir jetzt auch, das Löwenmäulchen, oder? Löwenmäulchen. Ja. Das pflanzen wir dann auf jeden Fall auch, weil das gibt schon gut Geld. Lass der Liebe, wegen Merkmal Rancherin. Das Ranch-Leben gefällt Freya. Sie lebt ja noch nicht mal auf einer Ranch. Wir kaufen erstmal ein Zelt. Dann hat sie zumindest einen Schlafplatz.
Oder auch nicht. Hallo? Ich dachte kurz, jetzt ist es vorbei mit dem Zelt. Mit dem Spiel, mit allem. Boah, das ist ja auch, das sieht ja mal, wow. Ja, schön ist anders, ne? Rot ist ganz cool. Oder halt so. So einfach, ne? Einfach so in die Mitte. Und dann pflanzen wir rundum einmal alles, was so. Paar Obstbäumchen. Und hier fangen wir mal an. So, und die kann sie noch öffnen und dann das hier schon mal pflanzen. Upsi. Na, hier gibt es doch noch mal ein paar. Wie supi. Ich habe da genug Platz. Taro. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was Taro ist. Habe ich noch nie gehört. Aber wir pflanzen die einfach mal. Das alles hier. Bewässern. Wenn sie dann mal fertig ist mit allem. Sie hat auch schon Hunger. Sie kriegt Hunger. Sollten wir vielleicht einen Apfel noch aufheben? Zum Essen? Oder zwei Äpfel zum Essen? Für morgen früh? Und dann können wir uns morgen Nacht nochmal irgendwas anderem umsehen. Ich hoffe ja sehr, dass das alles dann noch. Ich weiß auch gar nicht, was hat das. Ah ja, Herbst und Frühling. Also es ist auf jeden Fall Sommer und Frühling. Hat jetzt auf jeden Fall Jahreszeit. Das ist doch schon was hier. Liebe Gartenarbeit. Ja, schön. Sie ist glücklich. Das ist doch herrlich, oder? Level 2 erreicht. Wie schön. Schön, wie schön, wie schön. Die zwei Äpfel noch. Und alles nochmal gießen. Toll, alle gießen bitte. Oh, wie schön, wie glücklich sie ist. Oder? Das ist doch toll. Einfaches Leben. Ja, das ist noch ein Merkmal aus einer Mod, die wir eigentlich hier nicht brauchen, aber. Oh, die Blase. Ich bräuchte einen Busch. Oder gibt es hier. Nee. Gibt es hier öffentliche Toiletten irgendwo? Weiß nicht. Die wir nutzen können. Die wären gut, aber. Scheint es hier nicht zu geben. Ärgerlich. Wären jetzt echt hilfreich. Joa, müde ist sie eigentlich noch nicht. Kann sie ja mal Pflanzen erforschen. Freya kann nicht lesen. Kommt auch aus einer Mod. Ich muss das. Ändere ich mal kurz. Sie kann natürlich lesen. Und zwar habe ich ja eine Mod für dieses Royal Gameplay und da bei dem Royalty Mod gibt es diese Lese- und Schreibfähigkeit. Und wenn man die nicht hat, dann kann sie lesen. Mit den Toiletten ist halt schon ein bisschen doof, ne? Ich hatte schon gehofft, dass hier irgendwo noch. Das wird nicht so gut für sie enden, befürchte ich. Ach, da kann ich auch noch.
Glockenblumenstrauch. Sind doch noch Sträucher, die hatte ich vorher auch nicht gesehen, wie toll. Wenn die dann mal blühen, welche. Wann sind die dann? Stimmig. Ja. Na gut. Wie gesagt, so Toiletten wären gut gewesen. Ich will sie halt auch nicht ständig irgendwo hinfahren lassen. Auch sehr nervig. Deswegen wird das nächste so ein Busch sein. Könnten mal gucken, was uns der so kostet. So eine Freilufttoilette. Also 55 brauchen wir da. Ja, das ist ja okay. Geht ja. Apfel essen. Hat sie noch nicht. Ob sie es bis morgen aushält? Ich weiß nicht. Ja, ist gut jetzt. Na? Da noch graben, Apfel essen und dann ab ins Bett. Und wir hoffen einfach mal, dass sie es bis morgen aushält mit der Toilette. Und dass wir uns dann vielleicht morgen, dass wir da schon irgendwas ernten können und verkaufen können. Oder da jetzt vielleicht auch was, das wäre noch besser, wenn sie hier was findet. Ah ja. Reicht aber nicht. 22 Simoleons bräuchte sie noch. Na gut, also der Hunger ist zumindest ein bisschen gestillt. Das wird uns morgen auch nicht ganz reichen, aber egal. Gut, dann würde ich sagen, meine Lieben, das war's für heute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Bis dann, ciao.